Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wirtschaft TV, heute aus Berlin. Und bei mir ist Arthur Fischer von der Börse Berlin. Schön, dass Sie da sind. In Deutschland redet man ja oft über die Frankfurter Börse, das ist so das Sinnbild. Aber natürlich gibt es auch Regionalbörsen und die Berliner Börse spielt da natürlich mit. Also zum einen sind wir keine Regionalbörse, denn ich muss ergänzen, das ist zwar die Berliner Börse, aber es handelt sich hier um Equiduct. Equiduct ist ein Marktsegment der Berliner Börse. Und Sie werden lachen, wir sind größer als die deutsche Börse, wenn ich es genau abgrenze. Natürlich ist die deutsche Börse mit höherem Volumen dabei, aber wenn wir uns das Geschäft anschauen, dann haben wir mehr ausländische Kunden und höhere Umsätze in nicht-deutschen Werten als die deutsche Börse. Die hat ja ihr internationales Segment zumachen müssen vor ein paar Jahren. Und es liegt einfach daran, dass wir ein ganz besonderes Marktmodell haben. Und dieses Marktmodell wird in Zukunft, manche von Ihnen werden MiFID II kennen, noch wichtiger werden in 2018, aber auch heute schon dürfte es viele interessieren. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute her und wollen Vodafone handeln, dann können Sie das irgendwo in Deutschland machen bei den Regionalbörsen oder eben bei Xetra. Aber Vodafone wird auch in Frankreich gehandelt, wird auch in London gehandelt, auch in Milano. Und dort gibt es auch gute Preise. Und nur die Besten, also die heute als HFT in London sitzen, haben was wir Electronic Eyes nennen und sind in der Lage, innerhalb von Millisekunden die Preisentwicklung und die Orderbücher all dieser Börsen sich anzugucken. Und was wir machen als Equiduct, wir gehen her und wir importieren diese Orderbücher und wir schauen uns an, welchen volumengewichteten Preis sie bekommen würden, wenn sie denn in der Lage wären, mit einem Smart Order Router auf all diese Börsennetze zuzugreifen. Wir nutzen allerdings keinen Smart Order Router, sondern wir schauen uns nur den Preis an, wenn eine Order reinkommt. Also jede einzelne Order, die reinkommt, wird sofort errechnet, was wäre denn dieser Preis? Und dann haben wir einen Vertrag mit unseren Liquidity Providern und die garantieren, dass sie genau zu diesem Preis ausgeführt werden. Eine Besonderheit, denn nicht der Market Maker macht den Preis, wir als Börse machen den und wir zwingen im positiven Sinne, dass dieser Preis akzeptiert wird. Und das führt dazu, dass jede einzelne Order bei uns nie schlechter als am Heimatmarkt ausgeführt wird. In der Regel ungefähr 35% besser ausgeführt wird, weil die Preisbildung über alle Börsen eben zu einer besseren Preistransparenz führt. Ich glaube, viele Zuschauer haben so bei Börse das Frankfurter Parkett im Auge oder vielleicht die Wall Street, wo viele Händler rumwuseln. Heutzutage braucht man das ja alles nicht mehr. Man hat die Mitarbeiter praktisch im Büro sitzen und alles läuft über die moderne Technik. Ja, die Besucher wundern sich immer, dass es bei uns so ruhig hergeht. Das liegt halt daran, dass unsere Rechner in der Lage sind, mit riesen Voluminas umzugehen und das innerhalb sehr schneller Zeit, also unsere Latenzzeit, so nennen wir das. Das ist die Zeit, die wir brauchen, um einen Auftrag entgegenzunehmen, um ihn auszuführen und zurückzugeben. Diese Latenzzeit liegt bei uns ungefähr bei einer Millisekunde. Wir sind in der Lage, Hunderttausende von Orders gleichzeitig zu verarbeiten, ohne dass irgendeiner sich das genau anschauen muss. Also Menschen würden da eher stören. Menschen dienen dazu, dass wir die Stabilität des Systems vorausschauend gewährleisten und dass wir entsprechende Softwareänderungen machen. Aber ansonsten brauchen wir keine Hektik. Das heißt also im Prinzip, die Bilder, die wir kennen von der Wall Street, sind vorbei. Aber sagen Sie vielleicht nochmal so für die Zukunft, wo wollen Sie noch hin und wie kann sich das Geschäft noch weiter ausbauen? Ja. Wir sind heute im europäischen Ausland, aber nicht in Deutschland mit Equiduct. Das liegt daran, dass wir in Deutschland was ganz Besonderes haben. Die Lagerstellen von ausländischen Aktien sind nämlich in Deutschland und nicht im Heimatmarkt. Und das führt zu recht hohen Übertragungskosten. Von daher bieten wir das Produkt in Deutschland selbst nicht an. Das wird mit Target 2 sich ändern. Mit Target 2, für diejenigen, die das nicht kennen, da wird es ein europaweites Settlement-System geben. Und dann sind wir in der Lage, eben auch in Deutschland dieses Angebot zu machen. Und jeder hat dann die Chance, eben zum besten Preis ausgeführt zu werden. Wann wird das soweit sein? Also wir werden das schaffen vor MiFID II, also vor 2018 wird es der Fall sein. Und wir haben jetzt schon eine Reihe deutscher Banken, die sich intensiv mit uns unterhalten, weil sie natürlich sehen, dass ihre Kosten, wenn sie das selber machen müssen, und über MiFID II werden sie ja gezwungen, all diese Börsenplätze mit in Betracht zu ziehen, dass diese Kosten sprunghaft ansteigen. Und wir können zu gleichen Kosten eben eine viel bessere Qualität liefern. Arthur Fischer von der Börse Berlin, vielen Dank für die interessanten Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse.